Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es hat heute mal wieder geregnet. Heute geht es mal wieder weiter mit der Serie von diesem Fohlen. Ja. Und übrigens, ich sitze hier auf einem Handtuch. Unter dem Handtuch liegt dann nochmal sowas. Und ihr wisst ja noch, wie das läuft, dieses Video, hoffentlich, weil das erste Video mal hoffentlich schon geguckt habt. Aber ich würde dann jetzt auch sagen, los geht's. Mama, Mama, schau mal, welches Fohlen ich gefangen habe. Dieses hier. Ich will aber nicht. Warum? Ich will zu meiner Herde zurück. Zu meinen Freunden, zu meiner Mom, zu meinem Dad. Das kannst du nicht. Sie hat dich gefangen. Aber wieso? Weil Menschenpferde eben fangen, um auf ihn zu reiten. Aber ich will gar nicht mit ihr reiten. Du musst aber durch. Da kannst du nichts machen. Und Leute, zwischendurch muss ich kurz auf diesen Pausenknopf drücken, weil mein Hund ist auch draußen und ganz oft will er halt auch mit mir spielen. Ja, ich guck mal, ob er gerade... Ah, egal. Ja, das ist mein Hund. Ich wirf ihm mal sein Schuscheltier. Und ja. Und das mache ich halt dann auch so, wenn ich kurz Pause mache und wir werfen ihm das. Jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Du kannst dagegen nichts tun. Denn sonst bist du. Sie werden dich hauen, sie werden dich schlagen. Aber ich will gar nicht geschlagen werden. Da kannst du auch nichts dagegen tun. Egal. Mama, schau mal, hast du es gesehen? Welches? Wow, dieses Fohlen ist so schön. Bring es in die Box von hier und mach ihn auf die Koppel. Gut, das mache ich dann. Als er dann im Stall war. Warte, mein Hund will rein. Mein Hund wollte doch raus, also ja. Und jetzt geht die Sonne. Gar kein Problem. Die Sonne ist doch das, was uns warm macht. Und ich will gar nicht kalt haben. Okay, und los geht's weiter. Kriegen wir auch irgendwie Futter oder so? Ja, aber nur ganz wenig. Denn sie wollen nicht, dass wir zu fett werden. Manche Pferde werden zu fett, wie der neben dir. Dann kriegt ihr gar kein Essen mehr. Neben uns unsere Nachbarn. Hat laut Musik oder so, keine Ahnung. Das Radio. Haben die gerade gehört oder so oder hören noch? Und es war kurz laut. Man hört sich noch ein klein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob ihr da. Trotzdem, ja, Leute, gestern war halt mein Handy leer gegangen, deshalb konnte ich das Video nicht länger sehen, aber jetzt wird es weitergehen, okay? Okay. Aber wann kriegen wir denn Essen? Später. Und du kannst sogar froh sein, dass du eine Box hast, die am krass ist. Du kannst sogar noch viel krasser haben. Wie andere zum Beispiel, wie die Katze dahin, die letzte Stute, die kann gar nichts fast essen, weil ihr Gras ist sehr, sehr weggefruchtet schon. Sie hat nämlich fast gar nichts mehr. Wir sind hier an der bewachsensten Stelle von allen. Okay, und weiter. Ich habe gar keinen Bock drauf, übrigens, zu kein Essen zu haben. Sie kommt aber gleich. Okay. Ich glaube, es wäre gut, wenn du deinem Pferd, deinem neuen, was zu futtern geben würdest. Ja, okay, das wäre wirklich eine gute Idee, glaube ich. Habe ich dir doch gesagt, jetzt geh aber bitte futtern. Okay. Kriegt er Äpfel oder Heu oder Kraftfutter halt. Ich glaube, Äpfel sind gut für ihn. Ich gebe dann einfach
eben ein bisschen Apfel. Dann ist die Box. Oh, da drunter sind hier noch welche. Die hole ich dann auch doch da rein. Gut, dann gehe ich jetzt mal rum. So, zu euch kommt ein Apfel. Zu euch kommen Äpfel. Aber denkt dran, du kriegst nichts. Nur ihr, das habt nichts. Das hat mir und ihr habt zwar genug, aber ihr kriegt es einfach nichts. Gut, dann schlecht ist das jetzt auch hier und los. So, schön ordentlich. Okay, gut. Sei froh, dass du Äpfel bekommen hast. Wir, die auf der Hoppe liegen, wir dürfen nur Gras essen. Ja, und wenn es leer ist, weißt du, was sie da mit uns tun? Wenn das Gras leer ist, dann geben sie uns nur noch einmal in der Woche Futter. Was? Ja, also, sei froh, dass du dort nicht hingekommen bist. Deshalb teilen wir uns das immer sehr gut auf, das Futter. Aber friss ruhig noch kurz. Fertig gegessen. Mein Hund hat sich einfach gerade genau neben mich gehockt. Er ist so süß. Ja, ich glaube, sie will jetzt rein. Sie kann die Tür auch selber aufschieben mit ihrer Schnauze. Also macht euch keine Sorgen. Also sollte sie auf jeden Fall können. Sie geht einfach nicht rein. Sie ist aber wieder hier kommen. Egal, ich nehme das Blick. Okay, dann futter ich jetzt mal ein bisschen. Äpfel. Schmecken auch lecker. Oh nein, mein Wasser. Oha, ich hab's einfach geschafft, dass es einfach drin bleibt. Ich bin so krass. Weg. Ich habe Hunger. Kannst du mir was abgeben? Darf ich denn überhaupt? Nein, eigentlich nicht. Man ist ja doch keiner jedem getan, also ihm auch was gegeben, obwohl er nicht durfte. Also niemand hat ihm je was gegeben, weil er auch nicht durfte, aber wir wissen nicht, ob er trotzdem geben dürfen, aber sie sagen halt immer, die dürfen nicht. Deshalb macht es auch niemand, aber du kannst nicht mal probieren. Ja, okay, dann ruhig, ist ruhig. Ach, danke. Du bist meine Rettung. Ja. Ich langweilte mich, redete noch die ganze Zeit mit ihm. Bis ich größer war. Ich war das schnellste Pferd von ihr. Leute, es könnte sein, dass wieder ein dritter Part kommen muss. Dann nennt ihr nämlich schon wieder nur noch 15%. Und die gehen schnell leer. Also. Später muss ich wieder reiten. Gar keinen Bock. Und Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video, denn ich habe nur noch 15% und ja. Ich würde einfach sagen, es kommt heute noch ein dritter Teil raus. Und den drehe ich dann noch, weil gestern konnte ich nur einen Teil drehen, den ich heute hochlade. Und weil ich schon so viele Videos hochgeladen habe. Zweitens, weil es zu kalt war. Und heute werde ich halt mehr aufnehmen, weil es ist heute halt wärmer.
Und das war's dann auch mit dem Video. Tschüss, lieben Müsli.